Ja, herzlich willkommen zu Donkey Kong Country Returns. Das Spiel ist im Dezember 2010 erschienen und während sich diesmal Team Ninja um Metroid, also M in dem Fall, gekümmert hat, hat sich diesmal Retro Studios diesem Projekt hier angenommen, Donkey Kong Country Returns, den vierten Teil der Serie zu machen. Wobei es schon die drei Teile vorher, die gab es eben für ein SNES und waren an sich schon geniale Jump'n'Runs. Ja, von dem her, jetzt müssen wir hier noch bestätigen, dass wir die Fernbedienung in der waagrechten Position halten. Denn man kann wählen zwischen Nunchuck und Fernbedienung oder nur Fernbedienung. Ich lasse das Nunchuck weg. Warum und wie die Steuerung funktioniert, das zeige ich euch gleich. Und wie gesagt, Retro Studios hat dieses Mal dieses Spiel entwickelt. Es ist eher als ein Best-of anzusehen, das muss man auch ganz klar sagen. Durch das, dass die Serie schon so lange besteht, hat man eben viel für die Fans gemacht, wieder alte Elemente rein, aber durchaus auch neue entworfen. Und einiges davon zeige ich euch dann gleich. Ja, jetzt sehen wir hier unseren Spielstand und die Infos, die es unten zu sehen gibt. Hier haben wir einen 200% Spielstand, es gibt sogar noch mehr, denn dieses dritte Symbol ist noch ausgegraut. Das ist Zeitrennen. Was das ist, erkläre ich euch dann auf der Weltkarte. Und bevor es dann ins eigentliche Spiel geht, hier haben wir noch einen Zweispieler-Modus, denn wir können auch Diddy Kong steuern und beziehungsweise können wir es und fast dann aufheben, indem Diddy Kong ist, sehen wir dann auch gleich im Spiel. Von daher nur noch kurz die Extras zu erwähnen. Jetzt müsst ihr hier mal auf ein Gimmick achten, auf ein kleines Easter Egg. Die Korallen, die ihr hier links seht, die bilden das R, also bilden ein R, und zwar das R-Logo von Rare, die damals die drei Vorgänger entwickelt haben. Kleines Easter Egg hier am Rande. Ansonsten gibt es hier noch eine Bildergalerie. Hier die Hauptbösewichte bei dem Spiel sind die Tiki. Und natürlich gibt es auch Bossgegner wieder mit dabei. Und hier kann man eben dann nach der Zeit mit der Zeit so bilderfrei spielen. Ebenso Musikgalerie ist umfangreich mit eingebaut. Und was man jetzt schon aus Metroid Prime 3 kennen, wofür Retro Studios auch bekannt sind, die ja, entwickeln immer diese Dioramen, die es ebenfalls frei zu spielen gibt. Und hier können wir uns so zum Beispiel den Endgegner anschauen, anhand so einer kleinen Figur, die hier interaktiv gestaltet ist. Wir sehen auch hier die Lava, die bewegt sich mit, und alles relativ schön und sehr detailliert gestaltet. Das gilt übrigens fürs gesamte Spiel, also sehr liebevoll gemacht, viele Details mit dabei, viele Modi, und von daher schauen wir jetzt gleich mal ins Spiel rein. Ich werde euch jetzt drei Levels zeigen, angefangen mit 1.1, und zwar haben wir hier unsere Kartenübersicht. Musik ist übrigens auch genial dabei. Der Original Soundtrack ist hier sehr nah am Original gehalten, und wir haben hier eben diese verschiedenen Welten, die wir auswählen können. Und hier der goldene Tempel, das ist ein Zusatzlevel, was extrem schwer ist, aber das soll uns jetzt mal nicht weiter stören, denn es gibt viele abwechslungsreiche Level, und mit dem ganz klassischen, mit 1.1 fangen wir jetzt an. Links seht ihr noch die ganzen Infos, die Ballons stehen für Leben, Münzen, damit können wir eben in diesen Shops hier was freispielen. Und oben diese vier Symbole, na, es heißt einfach nur links dieses Sternsymbol, dass man Level bestanden hat. Es gibt Puzzleteile zu sammeln, es gibt ein Zeitrennen und einen Spiegelmodus. Und Spiegelmodus heißt an sich nur, man läuft den Level von rechts nach links ab, anstatt, wie es normal ist, von links nach rechts. Und dieses Spiel auf Zeitmodus, der hat es extrem in sich, also sehr schwerer Modus, den habe ich auch noch nicht alles freigespielt. Im Gegenteil, ich habe bloß die erste Welt freigespielt, was diesen Modus angeht, aber wir gehen jetzt hier gleich mal auf Spielen. Und dann kommt schon die Ladesequenz, bevor es dann ins eigentliche Spiel geht. Übrigens das Musikstück hier in diesem Level mit das Beste. So, hier sehen wir schon die Fernbedienung schütteln. Und Donkey Kong lässt einen Urschrei los, nachdem er diesen Tiki aus seiner Hütte verbannt hat. So, wir laufen mit dem Steuerkreuz, wir hatten ja die Fernbedienung quer, können uns also ducken, können links und rechts laufen, und mit zwei können wir springen.
mit 1 können wir Dinge greifen oder sammeln wir erstmal dieses Puzzleteil, was ich hier gerade sehe. Wir können auch noch mit, wenn wir jetzt hier runterdrücken und dann die Fernbedienung schütteln, können wir hier pusten und in dem Fall ein paar Events freischalten. Ja, wir können, wenn wir die Wii-Fernbedienung so schütteln, ich gehe mal eben wieder raus. Habt ihr auch gerade gesehen, dazu komme ich gleich zum Rollen. Wir sehen nämlich hier, Diddy Kong ist mit drauf. Wenn wir jetzt hier so schütteln, können wir Donkeys Stampfattacke machen. Und wenn wir jetzt 1 gedrückt halten für Rennen, so würden wir normal laufen, ja, dann, wenn wir jetzt schütteln, dann können wir rollen. Und zwar machen wir das so lange, wir brauchen dann einfach nur schütteln. Und überrollen sämtliche Gegner, bis auf die, die einen Clown haben zum Beispiel. Hier zeigt uns dieses Schwein an, was wir machen sollen. Und springen mit 2. Und was jetzt Diddy Kongs Eigenschaft hier noch dabei ist, denn wir haben 4 Herzen oben, das heißt, wir können bis zu 4 Mal getroffen werden, bevor wir dann den Level zwangsweise verlassen müssen. Wir können hier, wenn wir 2 gedrückt halten, noch kurz in der Luft schweben. Das ist auch noch recht nützlich manchmal. Hier müssen wir ein paar Gegner plätten und wir müssen Buchstaben sammeln. Hier gibt es, glaube ich, kein Puzzleteil. Jawohl, hier gibt es noch so eine Blume, müssen wir schauen. Genau, Tatsache. Ich habe das nächste Puzzleteil. Jetzt machen wir aber mal ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit hier. Wir können natürlich hier diese Dinger platt machen und hier die namensgebenden Tiki. Die gibt es in vielen Varianten und hier die Schreisäulen. Ebenfalls in vielen, ein paar Varianten in dem Fall. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Im Hintergrund sehen wir schon, die Bananen werden geklaut. Jetzt hat uns dieser Frosch hier erwischt. Und hier können wir jetzt ein paar Bananen sammeln. Extrem viele Elemente sind im Spiel, extrem liebevoll gestaltet, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und hier dieses Leben können wir uns noch sichern. Und was jetzt ganz wichtig ist, ein ganz wichtiges Gameplay-Element für Fortgeschrittene, ist die Tatsache, dass wenn wir, hier haben wir dieses Fass eben, wenn wir jetzt rollen und dann springen, dann können wir auch in der Luft dieses Teil hier holen. Es geht folgendermaßen. Das ist eine fortgeschrittene Gameplay-Variante, wie schon gesagt, und von daher recht nützlich auch. Und nur so kann man eben an alle Sachen kommen. So, hier jetzt eine kleine Anlage zum Schütteln. Dann geht's auch schon weiter. Sehr actionreich das Ganze. Es ist auch an sich ein sehr schwieriges Spiel für die fortgeschrittenen Spieler, muss man ganz klar so sagen. Und die bekommen aber dann wirklich auch extrem viel geboten. Sämtliche Features sind gut ausgenutzt, auch die Fernbedienung, der Lautsprecher der Fernbedienung. Und hier hätten wir jetzt noch so ein kleines Bonus-Minispiel, so eine Bonus-Einlage. Die ist auch immer wieder im Spiel versteckt. Hier müssen wir versuchen, alles zu sammeln. Das war ein bisschen zu spät. Hier sind wir. Zack. Jawohl, der war gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die 2 Sachen noch erwischen. Das war jetzt ziemlich knapp. Ja, schaffen wir leider jetzt. Ah, schade. Doch, Tatsache, gerade noch. Hier wäre dann das nächste Puzzleteil gewesen. Ja. Ich schaue bloß gerade, was es noch zu erzählen gibt. Genau dazu kommen wir dann später. Okay, Easter Eggs gibt es noch einige im Spiel, habe ich vorhin schon gesagt, dieses R. Ein weiteres Easter Egg ist, wenn wir jetzt hier einfach mal kurz warten, das dauert ein bisschen, vielleicht so 30 Sekunden, dann kommt ein weiteres Gimmick, was Donkey Kong dann macht. Wie gesagt, einfach nichts machen. Ein anderes Easter Egg, das erzähle ich euch jetzt einfach so, wer im Hintergrund zum Beispiel in einem gewissen Level eine Donkey Kong Statue, die in Pixelgrafik dargestellt ist, was eine Hommage sein soll eben an das ursprüngliche Donkey Kong. Und hier kommt jetzt das Gimmick, seht ihr? Donkey Kong spielt DS. Ist ein kleines Easter Egg, das damit eingebaut wurde. Ganz nett anzuschauen.
und von daher können wir dann auch schon weiter. Ja, soviel zu den Easter Eggs. Gimmicks sind natürlich auch mit dabei, dass sich gewisse Hintergrundsachen, zum Beispiel in diesem einen Level, ich glaube 1.4 ist es, könnt ihr dann selber bei Gelegenheit schauen. Da ist es so, dass sich der Hintergrund zu einem, also ein Berg zu einer Banane formatiert, und wenn man dann kurz stehen bleibt, dann, ja, dann kommen die Bananen eben geflogen und man kann einiges ergattern und dann ein Puzzleteil. Ja, hier ist jetzt unser Endfass, das, wenn wir berühren, dann haben wir den Level auch schon geschafft, und zwar im richtigen Moment, dass wir das Decay erwischen, dann gibt es Bonusleben. Indem wir hier so schütteln. Und Münzen gibt es auch noch. So, Kong haben wir in dem Fall gesammelt und Puzzleteile haben wir sowieso von vornherein schon gehabt, von dem her passt es. So. Erstes Level wäre somit geschafft. Ja, ein weiteres, das natürlich bezeichnend ist. Ich habe vorhin schon erwähnt, das ist ein Best-of, das Spiel. Deswegen gibt es auch Loren-Level wieder. Und hier haben wir eins, das ist ziemlich knackig. Ich muss mal schauen, ob ich es überhaupt schaffe. Wenn nicht, breche ich einfach ab und spiele dann das nächste Level. Ist kein Problem. Aber hier kommt es wirklich darauf an, dass man wirklich im genau richtigen Moment mehrmals hintereinander springen muss. Wir sind jetzt hier in Welt 6 und hier geht es auch um Öl. Also hier ist überall Öl. Und jetzt geht es hier schon mit der Lore los. Hier können wir uns natürlich auch ducken in der Lore. Ja, jetzt hat der hier das Springen schon nicht erkannt, oder ich war zu spät dran, müssen wir mal schauen. So, ein bisschen gleich nochmal. So. Wir können uns in der Lore auch ducken. Das wollte ich vorhin nur sagen, genau. Und jetzt müssen wir hier schauen, dass wir wirklich immer im genau richtigen Moment springen. Ja, das war jetzt nicht der Fall. Von daher würde ich sagen, einmal probiere ich es noch. So. Ah, hier sind wir jetzt ins Öl gefallen. Na komm. Langsam reicht's mit Öl. Kann es wieder weggehen. Aber der mag hier nicht so. Ich muss mal schauen, wie ich das löse. Ja, zweifel einfach so. Und das war jetzt nichts. Sorry dafür, muss ich nochmal schauen hier. Jetzt reicht's mal. Aber. So. Ein bisschen konzentrieren hier, dann geht das Level auch. So. Oder auch nicht. Ja. Ich würde mal kurz umschwenken und euch ein anderes Loren-Level zeigen, weil das jetzt doch ein bisschen anspruchsvoller ist. Beziehungsweise von der Lore an sich habt ihr ja schon genug gesehen, dann würde ich sagen, zeige ich euch noch kurz ein anderes Level, von dem ich euch jetzt sowieso erzählt hätte. Nämlich gibt es hier oben im Vulkan ein besonderes Level, man sieht es hier schon, Raketenraserei. Es dreht sich um eine Rakete. Vom Gameplay her ist es ähnlich aufgebaut wie ein Loren-Level. Nur dass man eben hier die Rakete steuert, und zwar in der Luft. In der Luft können wir uns hier bewegen. Na, ja, das war jetzt schlecht. Also nochmal, zack. Hier ein bisschen mit Anlauf. Und hier müssen wir jetzt schauen. Hier ist die Rakete. Und zwar müssen wir jetzt hier mit 2 die Rakete immer so steuern. Der so viel Drall geben, dass wir hier überall drüber kommen. Nicht zu viel nach Möglichkeit, sonst bleiben wir gleich irgendwo hängen. Sehr spaßig, sehr actionreich auf jeden Fall, und gibt es auch einige Zwischenlevel, hier noch ein Puzzleteil einsammeln. Und jetzt war hier so ein Felsen und wir haben es wieder nicht geschafft. Das ist neu auf jeden Fall mit dabei. Neues Gameplay-Element, von daher haben sich die Entwickler wirklich gedacht,
wenn wir schon Neuerungen machen, dann sinnvolle. Und das ist auch wirklich der Fall. Also sehr fordernde, sehr spaßige Level. Ja, also muss man wirklich üben. Und man sieht auch das Spiel, das ist, auch wenn ich jetzt gleich am Anfang immer das Level verlassen muss, aber es ist schon, hat schon wirklich Anspruch, das Spiel. Gerade auch, wer das letzte Level dann im Zeitmodus schafft, also wirklich Respekt an denjenigen. Muss man auf jeden Fall ganz klar so sagen. Ein Level möchte ich euch noch zeigen, das ist gleich hier daneben. Das ist Rauchgipfel, und zwar gibt es besonders atmosphärische Level, die das Ganze ein bisschen auflockern. Die, kann man sagen, so ähnlich ausschauen wie der Hintergrund, der jetzt hier durchläuft. Das sind diese hier. Hier sieht man Donkey Kong im Schatten, bis auf seine Krawatte. Und wir sehen jetzt hier schon... Na komm. Müsste auch so gehen, genau. Diddy Kong holen wir uns jetzt mal. Diese atmosphärisch gestalteten Level gibt es ein bisschen in anderer Form auch noch. Also einmal am Strand, einmal auch in einer Fabrik. Da taucht übrigens Game & Watch auf, ein weiteres Gimmick. Ansonsten haben wir jetzt hier etwas weiteres, was Fans von Donkey Kong Country bekannt vorkommen dürfte. Und zwar sind Tiere auch wieder mit dabei, insbesondere Rambi ist hier mit dabei. Und der Schwertfisch leider nicht, der aus den Essensteilen bekannt ist. Aber der Papagei ist auch wieder mit dabei, nur eben leider auch in abgespeckter Version, kann man so sagen. Rambi kann jetzt hier diese Plattformen alles und Dinge zerstören hier. Hier gibt es das nächste Puzzleteil. Man kann ja auch, wenn wir das hier oben machen, zack, kann ja auch rennen, indem er schüttelt. Und der Papagei, der kommt bloß in die Shops vor und zeigt einem dann ein paar Geheimnisse im Spiel. Also ist eher schlicht gehalten, das heißt, wir haben hier Rambi als einzigen wirklichen Unterstützer im Spiel. Jetzt müssen wir hier aufpassen. So. Also hier ein weiteres actionreiches Level, in dem man mehr schauen muss, dass man wirklich schnell ordentlich durchkommt. So. Hier müssen wir jetzt besonders aufpassen, ist diese Lava, die von oben herunterfällt. So. Einfach in Ruhe durch, dann dürfte das alles kein Problem sein. Hier ist schon der Zwischenspeicher und weiter geht's. So. Hier, wie gesagt, alles plätten. Und dann schauen wir mal. Jetzt hier noch ein kleiner Zwischenspeicherstand, da wären wir fast nicht durchgekommen. Boah. Da hätten wir aufpassen müssen. So. Hier ist auch schon Rambi wieder. Den holen wir uns auch gleich. Gerade auch was die Zwischenbosse angeht, fällt mir gerade noch ein. Also, oh, da ist jetzt dieses Ding abgestürzt. Beziehungsweise die Bosse am Ende jeder Welt, die sind schon wirklich erstens schwer zu besiegen auch teilweise und auch wieder liebevoll gestaltet. Also das zieht sich durchs ganze Spiel. Wie dieser komische Lava-Ding hier. So, hier müssen wir aufpassen. Zack. Ah, das ist schon ziemlich schwer. So, das Level versuche ich jetzt noch zu beenden. Na komm. Ich muss sofort springen. Hier haben wir zum Glück so viel Platz, dass wir warten können. Und jetzt hier nochmal durch. Na, da oben war wieder so ein Ding. Das übersieht man recht schnell. Also man merkt schon, die Leben schwinden und man muss ja wirklich dabei bleiben, das Spiel dann ein Stück durchspielen. Also sonst, wenn man dann in der sechsten Welt einsteigt, dann ist man ziemlich verloren, würde ich sagen. So. Jetzt warten wir das noch kurz ab und schon geht's weiter.
hier jetzt ein bisschen mehr Speed aufnehmen. Denn hier geht gleich alles zugrunde. Und wir müssen schauen, dass wir hier möglichst zügig durchkommen. Ja, jetzt hat wieder die Steuerung nicht so ganz reagiert wie gewünscht. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal machen das Ganze. Zack, jetzt ein bisschen schneller. Gerade dann im Zeitmodus eben so zu springen, dass es passt. Also, ja. Ein letzter Versuch noch und dann würde ich sagen, wird es auch reichen. So. Ich glaube, das wird nichts mehr nach der Aktion jetzt. Von daher gehe ich mal wieder hier auf unsere Übersichtskarte. Und mit diesem atmosphärischen Level jetzt, was ich euch gezeigt habe, dann dürft ihr euch schon das Wesentliche auch vom Spiel gezeigt haben. Natürlich gilt es, jedes Level einzeln zu entdecken und alle Geheimnisse freizuschalten. Von daher, hier wäre dann der Endboss und mit dem verabschiede ich mich dann vom Spiel. Hoffe, euch hat es gefallen soweit und bis zum nächsten Video. Ciao.